Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Mont Pelerin. Die Luftballone sind unterwegs. Heißluftballone. Nicht nur Luftballone, Heißluftballone. Wir haben 12 Uhr Mittag. Noch schönes Wetter, dafür dass Dezember ist. Und wir von jetzt weiter gehen weiter uns auf die Suche machen nach den versteckten Spielen. Einige haben wir ja schon gefunden. Ich glaube 6 Stück. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube 6 Stück müssen wir noch finden. So. Gut, auch hier war mal nichts. Wo schauen wir beim Vorbeifahren? Draußen Mülltonnen gibt es hier auch nichts. Dann laufen wir mal zuerst dann außen drum herum und schauen mal, wie wir dort reinkommen. Nee, da ist nichts und mit Schwung ist gegangen. Mal schauen, was hast du da? Eine Pflastersteine, Pflastersteine, Werkzeugkisten. Das da. Soll das eine Kuh oder ein Pferd darstellen? Dadurch, dass es ausschaut, als wenn es trabend hätte, und vom Kopf her hätte ich eher gesagt Pferd. Von den Weißbraun hätte ich eher gesagt Kuh. Was mir zur nächsten Frage bringt, warum ist dort die Pferdekuh
auf der Nummertafel. Außer Spesen auch nichts gewesen. Okay, da ist auch nichts. Stabiler Bauschen. Gut. Das heißt, wir werden jetzt hier das, da werden wir uns ausschauen, obwohl ich glaube, das wird ja nur Straße, oder? Gleich wie da, ja. Na, da, auf das pfeifen wir. Weil sonst müssen die Tests da alles ablaufen. Das wird wohl nichts sein. Das heißt, wir kennen jetzt die Insel da auch. Da kommen wir auf die Insel auf. Da können wir, glaube ich, nur drüber fahren. Da auch nur. Das heißt, eine kommen da. Da müssen wir schauen, dass wir da auf die Kleinen auch noch aufkommen. Schauen wir mal. Gucken wir mal, wie wir machen. So nett. Da bleib einmal stehen. Es werden heute drauf. Da, warum habt ihr Pferdekuh auf euch genommen, Tafel? Okay. Ich hab gar keine. Also wenn einer weiß, ob das was zu bedeuten hat, diese Kuh, kann er es mir in die Kommentare schreiben. Würde mich eigentlich recht interessieren. Da muss ich genau mitschauen, wenn ich da drüber fahre. Ich weiß nicht, drüber gefahren, glaube ich, bin ich schon mal über die Brücken, aber das war in der Nacht. Bei einer Düngemission. Und dann schauen wir nachher. Ich will jetzt zuerst die Mieten. Eins nach dem anderen abschauen, so dass ich mich nicht verdattel und ich denke etwas über sich. Besterweise habe ich schon geschaut, weil das habe ich nämlich gepflügt und das kann man auch ändern. Und danach habe ich das gleich durch angeschaut. Stein. So, wir haben hier, was haben wir da? Eine Mülltonne, damit ich nicht vorbei kann. Also das hört sich an wie eine Produktionsstätte. Da ist ein Trigger. Steht da irgendwo was? Okay, was oblong. Eine Getreidemühle haben wir da. Thank you.
Das heißt, von der Getreidemühle kriegen wir nachher Mehl wahrscheinlich, oder? Bitte mal annehmen. Jawohl. Bingo. Mechanisch Agrarkultur. Okay, damit haben wir das nächste gefunden. Mir fällt da irgendwie das Wasserhahn. Und das ein Getreidemühle ist, was der auch treibt. So, das heißt aber, wenn da jetzt schon ein Game war, gibt es dann überhaupt dort noch eins? Wie ist der mit seinem Auto da herkommen? Also da führt einmal kein Weg um. Mal schauen, ob es dann auch was Straßenarbeit gibt, was der herfahren hat können. Aber ich glaube kaum, wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Das war's, jetzt laufen wir da rechts einmal hoch und links runter, weil das hin und her ist ein bisschen deppert. Okay, das erklärt's. Von da hat er keine Narbe vorne. Das da laufen wir einmal den Retour noch. Und dann schauen wir, ob wir der Brocken und der Rad durch was. Bei beiden Seiten. Ich habe gedacht, die Insel geht unter der Brocken durch, Omi. Dass das eine komplette Brocken wäre. Okay, da ist dann nichts mehr aufgerollt. Das hat dann etwas übersehen. Da drin war sie, dort war ich schon mal. Dann schauen wir mal da. Das wäre eigentlich ein schöner Ort, um ein Game zu verstecken. Okay, da
ist mal nichts. Dann schauen wir andere Seiten. Und der Brock noch. Nein, da ist auch nichts. Gut, dann schauen wir uns die zweite Öffnung an. Vertreten sie die Beine und laufen dort immer schön im Kreis. So, exakt da laufen wir jetzt auf die andere Seite nochmal. Der ist weg. Der Stoplems ist weggelaufen. Tatsache. Ich hab gedacht, er wird dort in meinem Kreis laufen. Okidoki. Der kleine Insel, der ist dezent größer, wie zuerst angenommen. Okay, das ist jetzt aber unterer. Gut, dann hätte ich gesagt, laufen wir dann Weg entlang. Und jetzt ist da rechts. Wieder schauen. Ich laufe jetzt ein bisschen schneller durch, weil ich hoffe ehrlich gesagt, dass da nichts liegt. Wenn da was liegt, das alles genau abzusuchen. Der Flurwart. Der Insel ist auch ein bisschen größer wie zuerst angenommen. So, jetzt laufen wir mal das halt nochmal. Da links wieder retour. Komm weg.
glaube auch nämlich nicht, dass da irgendwo was liegt in dem Wald. Weil da würde es echt um und dämlich suchen. Und da war was liegt. Was macht man? Wie weit geht denn das noch? Dachchen. Auf die zwei kleinen Inseln gehe ich heute mal hundertprozentig noch. Ich laufe da jetzt den Weg einfach entlang. Ich glaube nämlich, guten Tag. Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwo links oder rechts vom Weg im Wald war was liegt. Ich glaube es nicht und ich hoffe es auch nicht. Das ist eher so ein markanter Punkt, wo ich sage, da könnte was sein. Sie noch befindet und das ist also ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnte was sein. Ein Graffiti haben wir da. Telefon Public ist besser. Warum ist da eine übergroße Telefonzelle? War schon mal wie in Frankreich. Gibt es da in den Ort, wo das nachvollzogen worden ist, das Spiel des Opel Laurent? Gibt es das überhaupt und gibt es da wirklich so eine übergroße Telefonzelle? Was hat es denn mit der dann auf sich? Was das wäre? War interessant, interessant. Aber da ist uns nichts. Das Graffiti ist halt da. War nicht blau, sondern diesmal in grün. Ja. Super. Und jetzt gehen wir noch schnell auf die zwei kleinen Inseln. Die wollen wir noch absuchen in diesem Video.
Da ist auch nichts. Okay, damit haben wir die Insel komplett abgesucht. Haschbl haben wir halt noch gefunden. Das war bei der Mühle da vorne. Weil sonst war da nichts. Es sei denn, ich habe was übersehen, was da in dem Bereich eigentlich leicht möglich ist. Das heißt, beim nächsten Mal gehen wir noch weiter südlich. Da schauen wir uns die südwestlichen Teil an und der Karten. Inhalt wird gespeichert. So, das heißt, das haben wir damit auch angeschaut, das haben wir auch schon durch. Das heißt, als nächstes schauen wir das da an. Das da. Dann haben wir da noch. Dann haben wir das da noch. Das da eventuell noch. Hier, hier, hier und hier. Und dann war es das. Weil da im Wald, glaube ich, wird ja nichts sein. Ich werde wahrscheinlich durchschauen auch. Weil ich habe den Wald ja auch durchgeschaut und da haben wir ja auch drinnen gehabt. Da war, glaube ich, da hinten die Stirn nämlich. Aber ein bisschen haben wir noch zum Anschauen, dann haben wir alles durch und dann schauen wir, ob wir alles auch gefunden haben. Ah ja, das muss ich noch anschauen. Ja, fahren wir zuerst einmal drum. Schauen wir mal. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.